Maximilian Beister. Sie sind zurück auf der Fußballbühne. Was hat Sie konkret dafür überzeugt, den Weg mit dem KFC Uerdingen zu gehen? Der KFC hat natürlich eine große Tradition. Fußball Deutschland kennt den Verein, der jetzt auch viele Jahre von der Fläche oder vom Fußballdasein auch untergetaucht ist oder nicht da war. Und ich habe große Lust, dem Verein zu helfen, wieder ein paar Ligen höher zu spielen. Und das war für mich der Grund, hier bei dem Projekt mit anzufassen und auch ein Teil dabei zu sein, wieder was hier entstehen zu lassen. Ihr neuer Club ist momentan auf Tabellenplatz 2, eng mit der Viktoria aus Köln. Warum glauben Sie vielleicht an einen Aufstieg? Es ist natürlich ein enger Zweikampf. Der Platz 1 berechtigt natürlich auch nur zur Relegation. Von daher ist es immer noch eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, letztendlich ist die Mannschaft, die konstant ihre Spiele durchbringt, wird sich dann am Ende auch durchsetzen. Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Sollten Sie nicht aussteigen? Da habe ich eigentlich gar keine großen Zukunftspläne, weil ich habe zweieinhalb Jahre hier unterschrieben. Und wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen sollten, mit dem Verein aufzusteigen, gibt es nächstes Jahr nur einen Angriff. Sie haben in der Bundesliga gespielt, waren Publikumsliebling beim HSV. Danach geriet die Karriere ins Stocken. Ja, wie war das für Sie, dass Sie dann nicht mehr im Kader standen, nicht mehr gebraucht wurden? In der Karriere gibt es immer Höhen und Tiefen, das ist natürlich ganz normal. Ich hatte natürlich eine lange Durchstrecke mit vielen Rückschlägen, die auch wirklich, wo die Zeit nicht schön war. Aber ich glaube jetzt, dass ich hier was gefunden habe, wo die Aufgabe sehr spannend ist. Vielleicht ist es aktuell nicht die höchste Liga, aber es reizt mich aktuell total, hiermit was aufzubauen. Und die Arbeit macht auf dem Platz richtig viel Spaß. Man merkt, dass im Verein Aufbruchsstimmung ist. Deswegen bin ich aktuell rundum zufrieden. Welche Lehren haben Sie denn aus der Zeit mitgenommen? Oder könnte ich jetzt vieles erzählen? Da gibt es einige Sachen. Grundsätzlich habe ich einfach das Fußballgeschäft in den Zeiten natürlich kennengelernt, wie knallhart es ist und dass man letzten Endes auch auf sich selbst gestellt ist und man immer versuchen muss, täglich sich neu zu beweisen. Wie gesagt, ich habe da so viel gelernt, positive wie negative, das würde jetzt, glaube ich, den Zeitrahmen sprengen, aber ich glaube letzten Endes, dass mir die ganze Erfahrung in den letzten Jahren auch abseits des Platzes fürs normale Leben, sage ich jetzt mal, auch viel gegeben hat und dass ich davon auch vielleicht in Zukunft auch ein Stück weit profitieren kann, gewisse Dinge auch einfach anders anzugehen. Ist der Traum von der Rückkehr in die Bundesliga noch im Hinterkopf oder wie würden Sie Ihre Lage gerade beschreiben? Nee, das, was ich auch schon gesagt habe, was ich schon in anderen Interviews gesagt habe, ich bin nicht hergekommen, um mich für andere Vereine zu empfehlen, sondern um die Aufgabe hier gut zu machen und die ist schwierig genug. Und deswegen ist mein Fokus aktuell nur hier beim KFC. Wir haben den HSV gerade schon angesprochen. Wie verfolgen Sie die Geschehnisse dort noch? Ja, man kommt ja, es ist ja die Heimat und man verfolgt das Ganze, das ist natürlich klar. Dass es dieses Jahr wieder so eng wird, hat man sich natürlich auch nicht erhofft. Man kann natürlich letzten Endes auch nur die Daumen drücken, dass der Verein, wie der HSV, der natürlich in die Bundesliga gehört, die Klasse hält. Sind Sie denn im Nachgang von einigen Menschen aus Hamburg enttäuscht? Nein, die Wege im Fußball kreuzen sich immer wieder und das sind Entscheidungen, die damals so getroffen wurden, die musste man als Spieler so akzeptieren, auch wenn sie wehtaten. Und für mich gibt es da gar keinen Grund, irgendwie nachtragend oder enttäuscht zu sein, sondern ich hab für mich jetzt gesagt, dass ich einfach jetzt für die Aufgabe hier einfach in die Zukunft positiv nach vorne schaue und mich nur hierauf fokussiere. Und das ist jetzt auch schon so lange her, fast 4 Jahre, von daher ist es für mich kein Thema mehr. Mit Ihrem Vater haben Sie den SC Lüneburg gegründet. Wie läuft dieses Projekt? Mit meinem Vater alleine habe ich das ja nicht gegründet. Das sind viele alte Bekannte und Freunde aus der Region Lüneburg, mit denen ich in der Jugend zusammengespielt habe. Und
Wir wollten unseren eigenen Verein gründen, auch der Basis auch ein bisschen was zurückgeben, weil letzten Endes das Ehrenamt und auch die kleinen Vereine in den kleinen Städten und Dörfern, das ist die Basis für die heute oder für die spätere Zukunft, die in der Bundesliga spielt. Und für mich ist das wichtig, dort einfach auch präsent zu sein und seinen Teil zurückzugeben für das, was die Leute einem damals gegeben haben, um sich zu entwickeln. Und ich möchte meinen Teil einfach zurückgeben, den ich gelernt habe, auch heute noch lernen kann im Fußball, auch wieder ein Stück weit halt, wie gesagt, der Basis etwas zurückzugeben.